Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Final Fantasy XIV Shadowbringer. Wir sind endlich im Wald von Radika angekommen und haben Istola wieder gesehen. Die dachte, wir sind ein Sündenverdelger. Geil. Aber hey, negativ muss es geben, wenn man zwei Lichtbringer in sich aufnimmt. Aber mal schauen, wie es weitergeht. Aber bevor wir loslegen, eine kleine Sache wieder. Wenn euch mein Content gefällt, dann lasst doch ein Abo, Like oder mal einen Comment da. Würde mich irrsinnig freuen. So, genug der Werbung. Los geht's. Und Stollerchen, was hast du getrieben? Hier ist es zu gefährlich. Wir sollten in unseren Unterschlupf gehen und uns dort in Ruhe unterhalten. Folgt dem Weg in Richtung Nordosten, bis ihr auf eine Höhle trefft. Dort werde ich euch erwarten. Alles klar. Dann mal dahin. Da kommt eine Höhle. Und da steht sie ja schon. Istola/Madoya. Da bist du ja. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht. In diesem Wald gibt es Bäume, die über 1000 Jahre alt sind und die auf sonderbarste Weise miteinander verwachsen sind. Besser, man hält sich an die Wege. Doch in unserem Lager habt ihr nichts zu fürchten. Komm, die anderen sind schon da. Alles klar, ich komme. Das ist Schlangenzweig, unser größtes Lager. Die Untertanen der Nacht verehren die Dunkelheit, aber nicht als Gottheit. Sie folgen bestimmten Regeln und führen ein stilles Leben in Gebet und Einkehr. Ihre Rituale geben ihnen Halt und Stärke. Es steckt viel Weisheit in den Regeln, die das Leben nach der Lichtflut erträglicher machen. Bescheidenheit ist eine große Tugend. Erwarte also keinen allzu üppigen Empfang. Ihr müsst mir unbedingt erzählen, was sich inzwischen ereignet hat. Kommt, lasst uns in Ruhe sprechen. Und als nächstes wollt ihr euch also den Lichtbringer von Radika vornehmen. Seit meiner Ankunft habe ich eingehend die Geschichte der ersten Splitterwelt studiert. Ich will nicht sagen, dass man dem Kristallexarchen nicht trauen kann, aber ich hielt es für besser, mir eine eigene Meinung zu bilden. Meine Forschung führte mich hierher und ich habe diese Gegend auf meinen langen Wanderungen sehr gut kennengelernt. Auf den Lichtbringer bin ich dabei nicht gestoßen. Aber er kann sich eigentlich nur an einem Ort aufhalten. Was meinst du damit? Vor mehreren tausend Jahren war dieser Wald das Zentrum eines großen Reiches, das Ronka-Kaiserreich. In Ixmaya, das sich östlich von hier erstreckt, liegen viele gut erhaltene Ruinen. Es ist kaum zu glauben, aber bis zum heutigen Tag werden die Überreste dort von treuen Hüterinnen beschützt. Sie nehmen ihre Aufgabe ziemlich ernst. Jeder, der das Gebiet betritt, wird vorbehaltlos angegriffen. Das habe ich am eigenen Leib zu spüren bekommen, als ich mich dort umsehen wollte. Es war nicht zu machen. Ich musste mich jedes Mal wieder zurückziehen. Du glaubst, dass sich der Lichtbringer nur dort im wohlbehüteten Ixmaya verborgen halten kann? Die Steintafel, die der Kristallexarch mir schickte. Ein einfaches Geschenk ist das sicher nicht. Irgendetwas beabsichtigt er doch damit.
Ich werde mich daran setzen, sie zu entziffern. Vielleicht enthält sie einen Hinweis, wie wir in den Wald von Ixmaya kommen. Ich bin dir gerne dabei behilflich. Danke, Orianji. Ich fürchte, das wird kein leichtes Unterfangen werden. Warum siehst du dich in der Zwischenzeit nicht den Schlangenzweig um? Du wirst bald sehen, dass du als Kriegerin der Dunkelheit den Leuten hier weit mehr bedeutest, als du vielleicht denkst. Täusche ich mich oder hat dich die Splitterwelt mit neuem Lebensgeist erfüllt? Ich habe dich gar nicht so temperamentvoll in Erinnerung. Das wundert dich? Ich versuche schon seit ich denken kann, die Rätsel um die Entstehung unserer Welt zu lüften. Selber einmal eine der Splitterwelten zu besuchen, ist ein unglaublicher Glücksfall für meine Forschung. Es ist, als könnte man auf einmal in den Lehrbüchern und Folianten spazieren gehen. Und du, Tancred, hast du gefunden, was du suchtest? Es ist... Wir alle haben viel erlebt. Entschuldige mich. Es ist meine Schuld. Ich bin nicht die, für die er mich hält. Das mag sein, aber er sollte einsehen, dass die Dinge so sind, wie sie eben sind. Du musst deinen eigenen Weg gehen. Dein Schicksal liegt schwer auf deinen Schultern. Aber nicht er, sondern nur du kannst entscheiden, wie deine Zukunft aussehen soll. Warum gehst du nicht raus und siehst dich etwas um? Das wird dich auf andere Gedanken bringen. Mal schauen. Erste Bekanntschaften. Das Mädchen zu behüten ist keine leichte Aufgabe für Tancred. Sie zwingt ihn, über sich selbst nachzudenken. Eigenartig, nicht wahr? Er lässt sich in Gegenwart von Damen doch sonst nicht so schnell verunsichern. Und wo wir gerade dabei sind, hast du nicht auch den Eindruck, dass ein anderer unserer Freunde viel weniger in Rätseln spricht, als man es von ihm gewohnt ist? Es ist fast so, als würde er sich absichtlich um klare Worte bemühen. Solch einen Wandel würde man doch eher von den Jüngeren erwarten, wie Alfino und Alize. Findest du nicht auch? Was sagst du? Du hast dich aber auch verändert. Du gehörst doch auch zu den jungen Damen, oder? Einer Dame fragt man nie nach dem Alter und so erst recht nicht. Also nehmen wir das Erstere. Ach ja, ich bin immer davon ausgegangen, dass ich dieselbe geblieben bin. Aber manchmal fragt man sich natürlich schon. Jetzt muss ich mich aber an die Entschlüsselung der Steintafel machen. Warum nimmst du nicht Minfilia auf eine Erkundungstour durch Schlangenzweig mit? Sie kann etwas Abwechslung gebrauchen. Sprich am besten mit Runar, dem Priester der Gemeinde. Er ist für gewöhnlich in der Nähe des Eteriten zu finden. Er wird dir helfen, unser Lager etwas besser kennenzulernen. Klar, ja, machen wir. Also, komm, Minfilia, geh mal. Runar, juhu, servus. Ah, da ist ja die Freundin von Madoya. Ich hoffe, du bist wegen der ruppigen Begrüßung nicht allzu nachtragend. Sag mir, wie heißt du eigentlich und woher kommst du? Aus Crystarium also. Und jetzt braucht ihr Madoyas Hilfe, um den Aufenthaltsort des Lichtbringers von Ratika ausfindig zu machen?
Wenn das so ist, könnt ihr so lange bleiben, wie ihr wünscht. Komm, ich werde dir eine kleine Einführung in das Leben hier in Schlangenzweig geben. Darf ich vielleicht mitkommen? Aber natürlich, mein Kind. Ihr seid schließlich alle Ehrengäste der Hexe Madoya. Danke. Ihr alle scheint Madoya wirklich sehr zu mögen. Das tun wir in der Tat. Mit gutem Grund. Sie hat uns allen das Leben gerettet, als die Diener des Lichts vor 2 Jahren kamen, um uns zu holen. Wir verloren an diesem Tag so viele. Die, die nicht verwandelt wurden, fanden den Tod in den Flammen. Nur mit Madoyas Hilfe gelang es mir und ein paar anderen zu fliehen. Sie führt uns bis zu dieser Höhle. Sie hat uns immer wieder gut zugesprochen, dass wir uns keine Vorwürfe zu machen brauchen, dass wir die Hoffnung nicht aufgeben sollen. Nur dank ihrer Weisheit ist uns gelungen, von Neuem zu beginnen. Natürlich waren anfangs nicht alle bereit, ihr, einer Außenstehenden, zu folgen, ich eingeschlossen. Doch als ich das warme Funkeln in ihren Augen sah, wenn sie über das dunkle Himmelsmeer spricht, da wusste ich, sie ist eine von uns. Heute gibt es keinen mehr, der an ihr und ihrer Weisheit zweifelt. Sie hat uns allen die Herzen geöffnet. Ha, jetzt sind meine Gefühle mit mir durchgegangen. Aber das ist keine Schande, wenn ihr mich fragt. Aber nun zu Schlangenzweig. Wir erwarten von Besuchern nicht, dass sie unsere Glauben teilen. Aber es gibt ein paar Gebräuche, die ich euch bitten möchte zu befolgen. Ihr würdet mir damit einen großen Gefallen tun. Ihr betet die Dunkelheit an, richtig? So ist es. Unsere Hingabe äußert sich in verschiedenen Ritualen. Aber keine Sorge, sie sind nicht besonders kompliziert. Würdet ihr mir bitte in die kleine Baumhöhle dort drüben folgen, dann zeige ich euch, was ich meine. Also dann, mal hinterher. Oh, umdrehen. So, Baumhöhle links, rechts. Oder rechts, denke ich mal. Ingwer, servus. Grüß dich. Ganz schön finster hier. Ich wollte euch etwas zeigen. Wenn einer von uns von einer Reise zurückkommt, die ihn aus dem schützenden Schatten des Waldes geführt hat, dann besucht er als erstes diesen Raum. Auf seiner Reise wurde sein Körper vom Licht verunreinigt und hier wäscht er sich wieder rein. Es ist ein symbolischer Akt, der niemanden von einem Übermaß an Licht befreien kann, aber für die Bewohner von Schlangenzweig hat er eine große Bedeutung. Ich möchte euch bitten, euch ebenfalls der Reinigung zu unterziehen. Würdet ihr euch dafür bitte hinknien? Klar. Kein Problem, mach mal doch. Knien. Oh, ich muss ihn natürlich anwählen, sorry. So. Als Runar dich mit dem Wasser benetzt, spürst du ein Prickeln und Stechen auf deiner Haut. Und damit seid ihr vom Licht befreit. Wie fühlst du dich, Kind? Ich
Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe etwas gespürt. Ich fühle mich ein bisschen leichter. Ist das Wasser irgendwie besonders? Es ist normales Wasser, aber von unseren Priestern gesegnet. Wir glauben, dass es mit kleinen Mengen dunkler Energie angereichert ist. Du hast ein Prickeln gespürt? Davon hat meines Wissens nach noch nie jemand berichtet. Aber ich würde nicht so viel darauf geben. Ich fand es nicht unangenehm, aber ich habe auch etwas gespürt. Irgendetwas war da. Wir wissen, dass Sündenverdilger das Wasser meiden. Könnte es etwas sein, das... Bei der ewigen Dunkelheit. Madoya hatte recht. Ihr seid Sündenverdilger. Kleiner Scherz, verzeiht mir. Es war bestimmt nicht mehr als die Kühle des Wassers. Jetzt, da ihr gereinigt seid, es ist an der Zeit, die anderen Bewohner zu treffen. Wenn der wüsste, hä? Ich bin wirklich fast schon Sündenverdilger, wie es ausschaut. In Schlangenzweig begrüßen wir uns übrigens mit einem traditionellen Grußwort. Es heißt Alin Duda und stammt aus der Ronga-Sprache. Es ist eine von mehreren Möglichkeiten, einen guten Abend zu wünschen. Die Welt ist nicht mehr so sicher, wie sie einst war, und der Gruß ermöglicht es uns, Freund von Feind zu unterscheiden. Kann ich wirklich auf jeden zugehen und ihn grüßen? Ich bin das nicht gewohnt und ich möchte niemanden stören. Du bist wirklich eine umsichtige Person. Sag einfach die Worte, Alin Duda, und man wird dich als Freundin der Untertanen der Nacht ansehen. Geht, macht ein paar Bekanntschaften. Ich werde hier auf euch warten und mir später anhören, wie es gelaufen ist. Gib ihm sagen Chat-Mode über Tastatur oder die virtuelle Tastatur Alin Duda ein, um die Bewohner von Schlangenzweig zu begrüßen. So, das heißt, wir werden mal ein paar Leute begrüßen. Wie ihr seht, ist das Chatfenster offen und ich habe schon mal vorgesorgt und das schon mal eingegeben. Alin Duda. Die alte Frau lächelt freundlich und streckt ihr die Hand entgegen. Sehr freundlich. Aber sie hätte auch was sagen können. Der Nächste. Was? Vondia. Servus. Ah, du musst eine Reisende sein. Alin Gisi und willkommen in Schlangenzweig. Es macht dir doch nichts aus, dass ich mit so gedämpfter Stimme spreche. Der Wald ist ein stiller Ort und wir sind ein stilles Volk. Still wie das dunkle Himmelsmeer, still in Gedanken, uns immer der Tatsache bewusst, dass das Blackdar-Werk uns kaum vor den Dienern des Lichts und anderen Gefahren des gefluterten Landes zu beschützen mag. Eieiei, voll diese Philosophin hier. Servus. Reparaturen? Nö, brauche ich nicht. Da renne ich lieber nicht rein. Das gehört sich nicht. Asgai. Alin Gisi, ich heiße dich willkommen. Ich nehme an, du wirst noch etwas bei uns bleiben, ja? Sonst hättest du dir nicht die Mühe gemacht, unseren Gruß zu lernen. Dann tätest du gut daran, unseren Heildee zu kosten. Er steigert deine Abwehrkräfte gegen die vielen Gifte, denen man im Wald ausgesetzt wird. Von seinen Pflanzen und Geschöpfen gehen viele Gefahren für die Gesundheit aus. Okay. Uiuiui. Moment, da ist der Ausgang. Winfilia, wo bist du?
So, Chatfenster, denke ich mal, brauchen wir nicht mehr. Die Untertanen der Nacht sind wirklich sehr nett. Ich war sehr schüchtern, aber sie behandeln mich wie eine von ihnen. Es ist ganz leicht, mit ihnen zu sprechen. Es gibt noch viel, das ich lernen muss. Über Schlangenzweig und die Untertanen der Nacht, aber auch über den Rest der Welt. Ihr Vertrauen und ihre Ruhe machen mir Mut. Ich verstehe jetzt, wie sie in diesem Wald trotz der vielen Sündenverdilger überleben können. Lehrreiche Feldarbeit. Ich freue mich, dass ihr mit meiner Gemeinde gesprochen habt. Die richtige Begrüßung und ein kurzes Gespräch zum Kennenlernen sind wichtig, um gegenseitiges Vertrauen zu schaffen. Ich denke, ihr wisst jetzt genug über Schlangenzweig, um es auf eigene Faust zu erkunden. Denkt daran, dass ihr jederzeit einen von uns ansprechen könnt, wenn ihr etwas wissen wollt. Für uns seid ihr keine Fremden mehr. Ach ja, das Wichtigste hätte ich fast vergessen. Ihr braucht ja auch etwas zu essen und einen Platz zum Schlafen. Als Gäste von Madoya werdet ihr natürlich nichts dafür bezahlen müssen, aber ich würde mich freuen, wenn ihr uns ein bisschen bei den täglichen Arbeiten zur Hand gehen könnt, wenn ihr die Zeit dafür habt. Was sagst du? Selbstverständlich, wir werden helfen. Von mir aus, aber wenn die Hexe davon hört, wird ihr Zorn fürchterlich sein. Nein, ersteres. In dir ruht eine zuverlässige Seele. Wenn es dir nichts ausmacht, hätte ich jetzt sofort etwas, das erledigt werden müsste. Seht ihr das Quellwasser dort? Bitte, füllt es in einen der kleinen Krüge und bewässert damit das Feld. Nichts leichter als das, das erledigen wir sofort, oder, Historia? Volle Wasserkrüge zu tragen ist schwere Arbeit, aber wenn einer von euch sie füllt, während der andere sie trägt, ist die Arbeit im Nu erledigt. Bitte meldet euch bei Ersabel, wenn ihr fertig seid. Ich bereite in der Zwischenzeit eure Schlafplätze und das Abendessen vor. Ciao! Also gut, ich suche dann mal einen Krug aus und fülle ihn auf. Hopp. Sieh mal, der Krug hier, er hat genau die richtige Größe, aber leider auch einen Sprung, aus dem ein wenig Wasser läuft. Du wirst dich beeilen müssen, sonst ist der leer, bevor du bei dem Feld ankommst. Warum gibst du dann nicht ein ohne Loch oder ohne Riss? Aber das schaffst du, oder? Dann fülle ich ihn jetzt auf. Bring den Krug zum Feld, bevor das Wasser ausgelaufen ist. Yay. Du hast dafür 45 Sekunden Zeit. Falls das Wasser ganz auslaufen sollte, kannst du den Krug bei Minfilia wieder auffüllen lassen. Alles klar, los geht's. Ja. Vorsicht, heiß und fettig. Naja, eigentlich nicht, aber trotzdem. Hopp. Zum Glück bin ich eine Katze. So. Also, ich musste, glaube ich, das nicht lesen, was da steht. Also, das Feld ist gedüngt und es ist erledigt. Und hüpp. Und hüpp. Weiter geht's. Hast du das Wasser zum Feld gebracht? Yep. Noch einmal gehen, dann ist das ganze Feld bewässert. Das geht ja schneller, als ich dachte. Gut, dass ich einen so großen Krug ausgesucht und du ihn so schnell zum Feld gebracht hast. Also dann, ich fülle ihn nochmal auf. Bring den Krug zum Feld, bevor das Wasser ausgelaufen ist. Du hast dafür 30 Sekunden Zeit. Falls das Wasser ganz auslaufen sollte, kannst du den Krug bei Minfilia wieder auffüllen lassen. Uiuiui. Okay, jetzt muss ein bisschen schneller gehen. Vorsicht, aus dem Weg. Also, ich lese jetzt kurz vor, was da gestanden hat, weil es steht sicher das Gleiche nochmal. So.
Du hast deine Aufgabe erfüllt, das Feld ist nun ganz bewässert. Ich muss ja mit dir reden. Ihr seid doch die Reisenden, die neulich hier angekommen sind. Ich habe gesehen, wie ihr euch bei den anderen vorgestellt habt. Kann ich euch irgendwie helfen? Ihr habt das Feld bewässert, dann muss ich mich bei euch entschuldigen, dass ich das nicht sofort bemerkt habe. Ich habe das Feld etwas vernachlässigt. Bisher hat Dodia sich immer darum gekümmert, dass die Pflanzen genug Wasser haben. Aber jetzt ist sie leider nicht mehr bei uns. Danke, dass ihr euch um das Feld gekümmert habt. Ich werde darauf achten, dass die Pflanzen ab jetzt immer genug Wasser haben. Können wir dir noch bei etwas anderem helfen? Sollen wir vielleicht noch etwas anpflanzen oder so? Danke. Aber das müsst ihr nicht. Das Feld ist nicht besonders groß, doch es reicht für unsere Bedürfnisse. Es ist wirklich nicht sehr groß. Habt ihr noch nie darüber nachgedacht, den Wald zu verlassen und in einer Stadt zu wohnen? Das wäre doch viel leichter. Ja, das wäre wohl leichter. Unsere Art zu leben kommt dir bestimmt seltsam vor. Sag mal, weißt du etwas über die Untertanen der Nacht? Weißt du, woher unser Glaube stammt? Ich habe ein bisschen darüber gelesen. Leute, die ihr zu Hause in der Lichtflut verloren haben, haben sich zusammengetan und die Untertanen der Nacht gegründet. Sie taten es, um sich gegenseitig zu helfen, und als es mehr wurden, haben sie sich entschlossen, nach Radika zu gehen und dort zusammen zu leben. Du bist eine fleißige Leserin und hast unsere Geschichte richtig behalten. Aber die Bücher können immer nur einen Teil der Geschichte wiedergeben. Niemals können sie die Gefühle derjenigen beschreiben, die alles verloren haben. Lass mich erklären, wer die Untertanen der Nacht sind und wofür wir stehen. Es muss eine grauenvolle Zeit gewesen sein, zu sehen, wie das eigene Zuhause, ja sogar Freunde, Familie und Geliebte vor deinen eigenen Augen verschwinden. Das sind Momente, die sich für immer in die Seele einbrennen. Bevor das Licht kam, glaubten wir an verschiedene Götter, doch die Lichtflut nahm uns auch sie. Wir hatten keine Antworten mehr darauf, was aus den vielen, vielen Seelen derer geworden war, die sich verwandelten und zu einem Dasein als Diener des Lichts verdammt wurden. Es war eine Zeit ohne Hoffnung, ohne Zukunft. Wir suchten nach einem neuen Glauben. Und fanden ihn über unsere Köpfe. Wir erkannten, dass alles Leben, dass das Licht uns nahm, letztendlich in die Dunkelheit gelangt. Dies ist die Grundlage unseres Glaubens. Es gibt einen Ort des Friedens, den unsere Seelen erreichen können, wenn sie dem gleißenden Licht entkommen, das dunkle Himmelsmeer. Wir beten, auf dass die Seelen der Verstorbenen in die gesegnete Dunkelheit finden, auf dass die Nacht zurückkehren möge, und wir sie endlich wieder erblicken dürfen. Unsere Vorfahren, die ersten Untertanen der Nacht, die die Lichtflut noch mit eigenen Augen gesehen hatten, besaßen die Weisheit, Schutz im Schatten der Bäume zu suchen und hier ein bescheidenes Leben zu führen. Davon habe ich nicht gelesen, aber ich finde es gut, wie die ersten Untertanen der Nacht sich gegenseitig geholfen und ein eigenes Leben aufgebaut haben. Es ist besser,
als vor den Toren Ulmor zu sitzen und auf das Paradies zu warten. Du bist nicht nur eine fleißige Leserin, sondern auch eine gescheite Philosophin, aber es gibt auch solche, die den Untertanen der Nacht Feigheit und Furcht vorwerfen. In einer Welt, die am Rande des Zusammenbruchs steht, ist es nur allzu leicht, den Mut zu verlieren und zu vergessen, warum wir überhaupt hier sind. Aber jeder von uns möchte etwas hinterlassen, damit es die, die nach uns kommen, etwas leichter haben mögen. Unsere Vorfahren taten es für uns, und wir werden es für unsere Kinder tun. Das ist es, wofür die Untertanen der Nacht stehen. Etwas hinterlassen, sagst du? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao.